Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Informationsabend über die Sexualberatung oder Familien- und Paarberatung. Mein Name ist Klaus Gstirner. Wie Sie sehen, ich bin noch da. Ich bin Arzt, Psychotherapeut, Lebenssozialberater, bin noch in der Ordination und möchte Ihnen ein bisschen diese beiden Lehrgänge, Sexualberatung oder den anderen Lehrgang, Familien- und Paarberatung, darstellen und erklären. Das Besondere ist, dass Sie das auch in der Kombination machen können. Ich darf hierzu gleich einmal mit der ersten Folie beginnen, die wir hier haben, und Ihnen ein bisschen erklären, die Inhalte sozusagen der Sexualberatung. Das ist jetzt relativ einfach erklärt. Also das Ganze sind einmal die Grundlagen natürlich der Medizin, der Psychologie von der Sexualität. Das heißt, dass wir hier die ganzen Endorphinspiegel, die Hormonausschüttungen, die jetzt im Sexualakt passieren, auch erfahren und kennenlernen, aber auch Störungen wie Erektionsstörungen, Orgasmusstörungen. Ich habe keine Lust auf Sexualität, sowohl vom medizinischen als auch vom psychologischen beleuchten und dadurch sozusagen die Grundlagen der ganzen Sexualität, Sexualmedizin und Sexualpsychologie erklären und sie erfahren und kennenlernen. Dann lernen Sie natürlich die Beratungsmethoden und die Gesprächsführung jetzt kennen. Wie könnte ich jetzt jemanden beraten? Und gleichzeitig geht es um die Reflexion der eigenen Sexualität und der Umgang mit eigenen Blockaden im Sinne einer Biografie, Autobiografie, also einer sogenannten Lebensgeschichte. Das heißt, wenn Sie jetzt in dieser Ausbildung sitzen, in dieser Weiterbildung, dann kommt es auch immer zur Reflexion über das eigene Sexualleben oder das eigene für sich selber und sie bekommen einige Antworten. Es tut sich was gedanklich bei ihnen. Also viele besuchen es auch für sich selber, weil sie dabei einiges erlernen. Aber sie erlernen eben auch ganz konkret Beratungsmethoden, Gesprächsführungen, die Grundlagen der Psychologie und Medizin in der Sexualität. Dann die Krisenintervention, mal ganz allgemein, was ist Krisenintervention? Und spezialisiert aber dann natürlich auch auf die Sexualität. Und was dann ist, es ist ja natürlich, Sexualität ist ja in den verschiedensten Lebensabschnitten auch verschieden geprägt. Ja? Also Jugendliche haben vielleicht andere Themen zur Sexualität, wie einer, der behindert ist oder im Alter. Und Jugendliche sind zum Beispiel vielleicht jetzt auch mehr konfrontiert mit der Pornografie. Für jedem Handy kannst du heutzutage dir schon Pornografie anschauen und da kannst du Süchten kommen. Zu fa falschen Idealisierungsbildern und so weiter. Paare haben wiederum andere Themen, wie belebe ich, wie bleibt sie aufrecht, die Sexualität. Das Alter hat wieder andere Themen oder bei Behinderung die Sexualität. Also die verschiedensten Lebensabschnitte erfordern auch verschiedenste Beratungsmodelle oder Methoden und verschiedenste Gesprächsführungen. Und das lernen sie alles in dieser Ausbildung zur Sexualberatung. Und natürlich auch gehört Familien- und Paarberatung in ihrem gewissen Bereich dazu. Deswegen haben wir dann auch ein Kombinationsangebot, weil sich das überschneidet. Es ist natürlich, wenn ich jetzt Sexualität in der Partnerschaft gelebt wird, dann habe ich natürlich auch partnerschaftliche Themen oder Familie. Jetzt haben wir drei Kinder, die gehen um 10 schlafen. Das Kind schläft zwischen Vater und Mutter im Ehebett. Wo und wann kann ich überhaupt Sexualität praktizieren? Und so weiter und so fort. Also es überschneidet sich natürlich gewisse Themen. Und es gehört alles zur Sexualberatung natürlich dazu. Also die verschiedensten Lebensabschnitte, die Grundkonzepte der Sexualmedizin und Sexualpsychologie, die Krisenintervention. Aber was mir sehr wichtig ist und glaube ich, worauf wir stolz sein können, ist, dass alle unsere Referenten aus der Praxis kommen. Also nicht irgendwelche Hochschulprofessoren, die da daherreden, aber selbst eigentlich keine praktische Erfahrung haben, sondern das sind wirklich alles Referenten, die eine eigene Praxis haben seit Jahren und daher auch mit viel Fallbeispielen kommen können, so wie ich bin Psychotherapeut und Arzt seit über 27 Jahren und kann Ihnen ganz viele Fallbeispiele dann bringen. Und am Ende der ganzen Ausbildung ist eine Abschlussarbeit zu machen. Diese Abschlussarbeit ist jetzt wirklich nur eine kleine Arbeit. Also es ist jetzt nichts Aufregendes. Ja. Einfach wählt ein Thema,
Sexualität bei Behinderten und schreibt ein bisschen was darüber oder so, aber dass man sich mit irgendwas auseinandersetzt. Ja. Also das sind sozusagen die Inhalte der Sexualberatung. Gehen wir jetzt zu dem zweiten Lehrgang, zu den Inhalten der Familien- und Paarberatung. Hier haben wir auch wiederum die Grundlagen der Medizin und Psychologie in den Familiensystemen, die verschiedensten Familien, Modelle, die es gibt, also Patchwork Family und alles Mögliche. Aber auch hier kommt es natürlich zur Reflexion der eigenen Familienpartnerschaft. Also auch hier ist wiederum Biografiearbeit oder Arbeit der eigenen Lebensgeschichte natürlich mit drinnen und du erfährst dich im Zusammenhang mit dieser Ausbildung. Dann natürlich die Beratungskompetenzen und die Begleitungen zum Thema Familien-Paarberatung, Grundlagen der Familien-Paarberatung. Aber auch da natürlich Familie und Partnerschaft hat auch mit Sexualität zu tun. Deswegen kommen natürlich auch gewisse Sexualthemen auch da vor. Dann wiederum Krisenintervention ganz allgemein oder spezielle Beratungsmodelle am Familiensystem, also systemisches Familienbrett, Mal- und Gestalttherapie. Aber unser Schwerpunkt, wie auch der Name schon sagt, Europäische Akademie für Logotherapie und Weiterbildung, wie der Name schon sagt, ist natürlich auch die Logotherapie der Schwerpunkt, also das Hier und Jetzt, das Zukunftsvisionen, wie kann ich heute mit dem Thema umgehen, Sinnorientierung, Viktor Frankl ist das. In die Familien- und Paarberatung gehören natürlich auch hier wiederum die verschiedensten Lebensabschnitte der Familie, also vom Kind, das ich bin, dann werde ich selber Mutter und habe Familie, dann bin ich Großmutter und habe Enkelkinder. Und jedes Mal sind natürlich andere Themen in der Beratung vielleicht. Und zum Schluss bin ich vielleicht wieder alleinstehend, weil mein Partner gestorben ist oder ich keine Kinder hatte. Also auch hier die verschiedensten Abschnitte der Familie, Lebensabschnitte und natürlich auch wieder überschneidend mit der Eltern-Kind-Beziehung, mit der Familienberatung auch die Sexualität. Und auch die Referenten dieser Ausbildung oder Weiterbildung haben ganz viel Erfahrung aus der eigenen Praxis, also wieder sehr viele Fallbeispiele und am Ende eine kurze Abschlussarbeit, die man dann kurz präsentiert. Also das sind diese zwei Lehrgänge, die wir so haben, die Familien- und Paarberatung sowie die Sexualberatung. Für wen ist diese Ausbildung oder Weiterbildung grundsätzlich gedacht? Eigentlich für jeden, der sich entweder im beruflichen Kontext weiterbilden möchte zum Thema Sexualität oder Familie, oder einfach sich selbst dafür interessiert und überhaupt nicht im beruflichen Kontext steht, also Psychotherapeuten, Lebens-, Sozialberater, Pädagogen, Mitarbeiter in Beratungsstellen. Für die ist es natürlich eine Weiterbildung, die sie dann auch nutzen können als Psychotherapeut, klinischer Psychologe. Für die Lebens- und Sozialberater ist es so, dass da gibt es ja einen Expertenpool der Wirtschaftskammer, die können diese Ausbildung, also Familien-Paarberatung oder Sexualberatung, auch registrieren lassen dann an der WKO als Experte im Expertenpool. Oder sie nutzt einfach diese Weiterbildung für sich selber, weil sie einfach darin Interesse haben, zu schauen, wie Sexualität, Familien- oder Paarberatung funktionieren könnte oder funktioniert und sie das im Freundeskreis einfach anwenden möchten oder an sich selber. Also es ist grundsätzlich sehr offen, sie brauchen es jetzt keine besondere Ausbildung, aber für jene, die schon eine Ausbildung haben, ist es natürlich eine gute Weiterbildung. Oder wenn sie schon in einer Beratungsstadt arbeiten. Ja. So, wenn man jetzt diese beiden Ausbildungen getrennt betrachtet, so kostet jede Ausbildung für sich und jede Ausbildung für sich den Zeitrahmen und die Module. Also diese Fortbildung umfasst 250 Stunden, das entspricht 10 ECTS. Also 8 Module hat die Ausbildung jeweils. Ja. Also sind 8 Wochenende, in denen sie eben dann die, hoppala, Entschuldigung, in denen sie eben dann die Sexualberatung oder Beratung erlernen. Ups, da steht Trauerbegleitung. Tut mir leid, das hat sich eingeschlichen, ein kleiner Fehler. Ja, und dazu kommen dann Selbststudium, Literaturstudium, Vor- und Nacharbeit und 40 Stunden Prüfungsvorbereitung im Eigenstudium. Also das ist diese Arbeit, die man schreibt und dann präsentiert kurz oder so. Aber es kann keiner durchfallen in diesem Sinne irgendwie. Ja. Ja, was sind jetzt die Kosten für die Sexualberatung oder für die Familien- und Paarberatung? Das sind 1850 Euro für jeden der Kurse.
Also, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte Familien- und Paarberatung machen, dann zahlen Sie 1.850 €. Oder wenn Sie sagen, ich möchte Sexualberatung ausbilden machen, dann sind Sie dort 1.850 €. Grundsätzlich ist eine Ratenzahlung möglich. Also, Sie können das auch in Raten zahlen. Und die Stornierung ist also bis 10 Tage vor Beginn kostenlos. Wenn Sie natürlich schon angemeldet haben und auch schon ein Wochenende besucht haben, was, dann sind 30% Kosten fallen dann. Wir machen das Ganze in der Kooperation mit dem BFI, vor allem in Kärnten mit dem BFI. Und auf das gehe ich dann noch ein. Die Ausbildung kann man aber jetzt auch kombinieren. Ja? Das heißt, dass Sie hier also die Sexualberatung sind 8 Module und Familienbarberatung sind 8 Module. Die Sexualberatung würde 1.890 € und Familienbarberatung würde 1.890 € kosten. Und Sie kriegen für jeden der beiden am Ende ein Zertifikat für den Expertenpool, wenn Sie Lebens- und Sozialberater sind, sonst ein Zertifikat als Psychotherapeut oder einfach für sich. Wenn Sie das aber jetzt kombinieren wollen, weil es ja überschneidende Themen gibt, dann sind statt 16 Module, also 8 plus 8, sind es nur 12 Module. Und statt 3.980 € sind es 3.190 €. Also Sie sparen sich schon mal viel Geld. Und Sie haben letztlich zwei Abschlüsse mit 12 Wochenenden und können beides in den Expertenpool eintragen lassen.